Ja, wir hätten sicherlich gerne heute hier 3 Punkte mitgenommen, weil das auf jeden Fall drin war. Ich glaube, wir haben den Gegner ganz, ganz wenig wieder für die zugelassen. Sind halt unglücklich kurz vor der Halbzeit durch einen Freistoß in Rückstand geraten. Ich fand, wir hatten dann auch in der zweiten Halbzeit uns sehr, sehr viel vorgenommen. Ich finde auch, dass man das extrem gesehen hat auf dem Platz, die Power, die wir hatten. Und klar, 10 Minuten dann nochmal in Unterzahl, dann müssen wir erstmal das Tor verteidigen. Aber wir hätten gerne 3 Punkte mitgenommen. Natürlich in Gleichzahl wäre es natürlich ein bisschen besser gewesen, steigen die Chancen. So hat dann natürlich Magdeburg einen Mann mehr. Sie konnten sich die Bälle zurechtlegen, um einen 16er zu schlagen. Wir haben es gut verteidigt, aber nach vorne ist natürlich dann ein bisschen weniger möglich als zur Elft. Petiorius, 1:1 beim 1. FC Magdeburg. Du ärgerst dich wahrscheinlich sehr über das Tor zum 0:1. Ja, das war eigentlich, ich denke, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass das meine Fehler war, weil ich stelle immer der Mauer und das hat falsch gestanden, glaube ich. So, dann ist das klar meine Fehler. Das war ein super schlechter Moment eigentlich, weil wir sind klar besser, glaube ich, die erste Halbzeit. Und da war nichts los und dann bekommen wir ein Gegentor aus gar nichts, glaube ich. So, deswegen ist das sehr sauer. Ja. Wie wichtig war das, direkt nach der Pause den Ausgleich zu erzielen? Ja, das war super. Wir haben in Halbzeit gesagt, wir fangen einfach an, so viel Druck wie möglich zu machen, und das haben wir auch, ich glaube, dass es gut geklappt ist, und dann waren wir eigentlich gut drin, und dann passiert das mit der roten Karte, und dann war ein bisschen schwieriger dann. Nach der Winterpause an 1:1 unentschieden in Magdeburg, wie bewertest du das Spiel? Ja, ich glaube, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, sind als Team gut aufgetreten, haben eigentlich gute Ballbesitzphasen gehabt, aber leider nach vorne nicht den Zug entwickelt, gerade erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es besser. Müssen wir ein paar Aktionen besser spielen, und dann, glaube ich, können wir auf jeden Fall auch gewinnen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.